Ja, hallo Wander- und Outdoor-Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, wie ihr seht, heute Eva mal ausgetauscht gegen den Philipp. Der Philipp ist Hobbyfotograf, ein Bekannter von mir, und der hat mich mal gefragt, ob er heute mal mitkommen kann und einfach mal filmen kann. Er will so ein bisschen seine Filmkünste verbessern. Und da habe ich gesagt, klar, und deswegen filmt der Philipp heute, und da will ich nachher auch am Ende von der Tour einfach mal ein Feedback haben für ihn, wie seine Filmqualitäten so sind und wie er sich so macht als Filmer. Und ja, wenn ihr wieder Lust habt auf eine Wanderung, dann kommt mit. Ja, am Anfang ganz vergessen, wo sind wir hier überhaupt? Im Felsenland Südeifel natürlich wieder. Und wir gehen hier die Tour 64. Und wie ihr hier schon seht, hinter mir die Ruine der Primburg noch oder auch alte Burg Zulei. Die ist wohl das erste Mal so um 900 erbaut worden. Später dann kam dieser Turm hier hinter mir dazu. Da könnt ihr auch drauf gehen. Habt da oben eine schöne Aussicht, die kann ich euch einfach mal einblenden. Und hier unten haben wir dann noch so ein paar Kellergewölbe, wo man durchgehen kann. Also sehr interessant und mit eins der Highlights hier auf unserer Wanderung. Ja, und wenn ihr einfach Lust habt, folgt uns einfach weiter auf unserer Tour. Ja, und wie gewohnt noch ein paar Infos zur Wanderung. Also wie gesagt, Felsenland Südeifel, die Tour 64. Und ja, mit 2,3 Stunden angegeben oder 2,5 Stunden angegeben. Und ja, bisher war ein schöner Weg. Am Anfang geht man durch so eine Wohnsiedlung, ist auch ein bisschen kompliziert zur Burg zu kommen. Und leider findet man im Internet aber kaum Infos. Ich kann euch mal hier noch einblenden, das Höhenprofil, was man da sieht, und die Karte. Ansonsten findet ihr die Verlinkung zur Tour in der Infobox. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragen natürlich an den Philipp. Erstmal wird sich wahrscheinlich alle fragen, wie heißt dein Hund? Mein Hund, der Dalmatiner, heißt Firlefanz. Auch auf einigen Bildern auf meinem Instagram-Profil zu sehen. Ist jetzt ein fast 3 Jahre alter kleiner Dalmatiner. Wunderbar. Ja, und wie lange machst du das jetzt schon mit diesen Outdoor-Fotografien? Outdoor-Fotografieren mache ich noch gar nicht so lang. Da habe ich mit angefangen, quasi vor einem Jahr. Und versuche mich jetzt ein bisschen zu spezialisieren auf Wildtiere und Vögel. Ja, und wenn ihr den Kanal mal besuchen wollt, ich setze euch den einfach hier unten einfach mal rein, einfach besuchen. Der Name ändert sich vielleicht die Tage noch, deswegen schreibe ich einfach hier rein, wie der Kanal jetzt aktuell heißt. Und ja, einfach mal besuchen, ein Abo dalassen und dann seht ihr ein paar schöne Outdoor-Fotografien. Thank you.
Oliver. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Wanderung. Wie fandst du die Tour? Also, hat Spaß gemacht? Ich fand es eine sehr gut zu gehende Tour. Es war sehr schön, vor allem bei dem Wetter. Ja, sicherlich nicht die schönste Tour hier in der Südeifel, da viele Wege dabei waren. Aber jetzt gerade hier der Schluss nochmal sehr schön mit Pfaden und einem Felsen entlang. Die kann man gar nicht so gut einfangen. Ja, ich würde mich über ein paar Kommentare von euch freuen. Und der Philipp natürlich auch, weil der hat ja heute zum ersten Mal gefilmt. Der wollte das ja mal ausprobieren. Also lasst mal ein paar Bewertungen da und seid nicht zu kritisch. Wie gesagt, sein erster Versuch als Regisseur. Und ja, wenn ihr beim nächsten Mal wieder auch mit dabei seid, freue ich mich. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss!